Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Videoserie C-Programmieren mit der Virtual C IDE. Heute beschäftigen wir uns mit der Verarbeitung von Integer-Typen. Dazu schreiben wir ein kleines Programm, was eine ganze Zahl von Tastatur einliest und die Fakultät dieser Zahl, also das Produkt der Reihe, berechnet. Für die Berechnung legen wir zunächst den Kopf der Funktion an. Die Funktion soll einen Long-Wert zurückgeben, heißt Fakultät, und bekommt als Parameter einen Integer-Wert in n. Zu Beginn des Programms geben wir eine kurze Ausgabe aus, damit der Benutzer oder die Benutzerin weiß, was zu tun ist. Bitte eine Zahl eingeben. Nun legen wir eine Integer-Variable n an und initialisieren diese mit 0. In der nächsten Zeile lesen wir mit Hilfe der scanf-Funktion in dem Platzhalter %d einen Wert von Tastatur. Die scanf-Funktion erlaubt, mit Hilfe von Platzhaltern mehrere Werte in einem Aufruf von Tastatur zu lesen. Man gibt dazu entsprechende Platzhalter, beginnend mit %, an und reiht im Anschluss als Parameter die erforderlichen Variablen auf. In unserem Fall lesen wir in die Variable n, aber Achtung, aufgepasst, wir haben im Teil 2 bereits kennengelernt, dass Parameter in C per Kopie an eine Funktion übergeben werden. Es macht also keinen Sinn, hier n hinzuschreiben. Wir würden lediglich den Wert 0, der in n drin steht aktuell, an die Funktion scanf übergeben. Tatsächlich möchten wir, dass die Funktion scanf den Wert verändert. Das heißt, wir schreiben den Adressoperator vor die Variable n. Das bedeutet, dass die Adresse der Variable n ermittelt wird und an die Funktion scanf übergeben wird. Mithilfe der Adresse kann die Funktion scanf dann die Zahl als Integerwert in den Speicher von n schreiben. Das Kaufmanns- und vor einer Variable berechnet also die Adresse dieser Variable. Jetzt geben wir mit Hilfe von printf die Variable und unsere Berechnung aus. Die Fakultät von, und auch printf verwendet Platzhalter, %d, das wird unsere Variable n, ist %, und wir haben hier ein kleines l, ld steht für die Ausgabe eines Long-Wertes, und ich übergebe an die Funktion das n und die Fakultät von n. Wenn wir alles richtig gemacht haben, dann sollte unser Programm jetzt schon korrekt übersetzen. Wir können es natürlich noch nicht ausführen, weil die Funktion Fakultät noch fehlt. Wir sehen jetzt hier einen sogenannten Linkerfehler. Die Funktion Fakultät wurde zwar deklariert, aber noch nicht programmiert oder ausimplementiert. Das heißt, ohne diese Funktionalität kann das Programm natürlich nicht laufen. Nachdem unsere Funktion Fakultät einen Long-Wert zurückgeben soll, legen wir zu Beginn der Funktion eine Variable vom Typ Long an. Ich erweitere einfach den Funktionskopf von vorhin. Long, ich nenne sie f, ist gleich 1. Für die Berechnung der Fakultät schauen wir uns das Prinzip der Vorschleife in C an. Eine Vorschleife stellt eine Zählerschleife dar und ist für eine bestimmte Anzahl von Wiederholungen vorgesehen. Für unsere Berechnung der Fakultät brauchen wir das Produkt über die Anzahl n, also die Fakultät von 3 wird beispielsweise das Produkt aus 1, 2 und 3, und allgemein die Fakultät von n wird das Produkt von 1, 2, 3 bis n. Eine Zählerschleife besteht aus 3 Teilen, die mit Strichpunkt getrennt sind. Im ersten Teil legen wir unseren Startwert an. Ab C99 können wir dort auch eine Variable definieren, die innerhalb der Schleife gültig ist. Ich verwende hier die Variable i, setze sie auf 0. Der zweite Teil der Vorschleife ist die Bedingung. Solange wird wiederholt, wie unser i kleiner als den n ist, also wir zählen von 0 bis kleiner n. Und der dritte Teil, das ist unsere Schleifenanweisung, wir können hier das i hochzählen.
ganz kurz in C geschrieben I++. Das entspricht der Anweisung I gleich I+1. Wir zählen also die Zählervariable I hier jeweils um 1 hoch. Auf eine Vorschleife muss in C eine Anweisung oder ein Anweisungsblock folgen. Weniger fehlerträchtig ist meistens ein Anweisungsblock, deswegen schreiben wir hier einen kompletten Block rein. Auch wenn jetzt bei uns im Block nur die Variable f aufmultipliziert wird. Für die Berechnung des Produkts multiplizieren wir auf das f das i auf, aber Achtung, i beginnt bei 0. Es macht keinen Sinn, mit 0 zu multiplizieren. Wir addieren also einfach noch 1 auf das i auf. So, und das ist auch schon alles, was im Rahmen unserer Schleife durchgeführt werden muss. Wir berechnen die Fakultät in f und geben f zurück. Und damit ist unser Programm fertig und wir können es testen. Wenn wir das Programm ausführen und zum Beispiel 2 eingeben, dann die Fakultät ist 2, 3, dann die 6, 4, 24 und so weiter. Was passiert, wenn wir keine Zahl eingeben? Also zum Beispiel einen Buchstaben. Nun, die Scanf-Funktion wird den Buchstaben nicht konvertieren. Das heißt, die Variable n bleibt unangetastet und damit steht der Wert 0 in n drin. Und die Funktion Fakultät wird die Schleife nicht durchlaufen, wird also den Initialwert von f, die 1, zurückgeben. Wir können mit dem Debugger testen, was passiert, wenn wir eine negative Zahl eingeben, zum Beispiel minus 1. Wir springen in die Funktion hinein und erkennen auf dem Stack, die Variable n wurde übergeben mit minus 1. Damit ist unsere Bedingung in der Vorschleife nicht erfüllt. Das i ist größer als dem n und damit wird diese Schleife einfach übersprungen. Bei einem gültigen Wert, den wir eingeben, also zum Beispiel der Zahl 3, sehen wir, dass die Anweisung f gleich f mal i+1 mehrfach durchlaufen wird und wir bekommen das korrekte Ergebnis zurück. Sinnvollerweise sollte unser Programm natürlich eine solche Fehlerbehandlung vornehmen. Allerdings muss man sagen, ist unser Programm ohnehin nur für sehr kleine n gültig, denn die Fakultät wächst sehr schnell an. Ihr könnt ja mal versuchen herauszufinden, wie groß n maximal sein darf, dass noch eine sinnvolle Ausgabe erfolgt. Was bringt das Programm jetzt? Nun, wir haben die Ein- und Ausgabe ganzer Zahlen in C kennengelernt und können zum Beispiel für n gleich 6 ausrechnen, wie viele Möglichkeiten es sich bei 6 Skifahrerinnen oder Skifahrern ergibt, in welcher Reihenfolge sie im Ziel ankommen. Und wir sehen sehr schnell, dass sich Sportwetten nicht lohnen. Weiterhin viel Spaß mit der Virtual C IDE und bis zum nächsten Mal.